Willkommen in The Cliffs, dem wohl abgründigsten Hotel Großbritanniens. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute soll es wieder eine Rezension von mir geben, und zwar zu einem ziemlich großartigen Buch. Und dieses Buch ist Frühstück mit den Borgias von DBC Peer. Erschienen ist das Ganze im Blumenbar Verlag. Blumenbar ist eine Marke des Aufbauverlages, kostet als Hardcover-Ausgabe 18 Euro und hat insgesamt 221 Seiten. DBC Peer, als kleine Randinformation, ist natürlich ein Pseudonym des Autors Peter Warren Finlay und bedeutet nichts anderes als Dirty but Clean Peter. Der Autor an sich hat eine schwierige Vergangenheit, eine ziemlich turbulente Vergangenheit, bis er sich schließlich dem Schreiben widmete. Und um diesen Wendepunkt in seinem Lebenslauf eben zu markieren und auch um ein Zeichen zu setzen, dass er sich jetzt tatsächlich ändern möchte, hat er eben dieses Pseudonym Dirty but Clean Peter sich ausgedacht, und daraus wurde dann DBC Peer. In Frühstück mit den Borgias geht es um unseren Protagonisten Ariel Panic. Ariel Panic ist Dozent und ist zu einer ziemlich wichtigen Veranstaltung in Europa eingeladen. Aber damit es ihm nicht ganz so langweilig dort wird, hat er eine seiner Studentinnen, die gleichzeitig seine Geliebte ist, mit eingeladen. Aber die dürfen sich natürlich nicht zusammenreißen, weil das wäre ja zu auffällig. Also nehmen sie verschiedene Wege. Und seine Freundin kommt tatsächlich an, er allerdings nicht, weil sein Flug gecancelt wird. Und er wird dann auch noch mitten in der Nacht, weil die Fluggesellschaft keinen anderen Plan hat, in irgendein Hotel irgendwo in Großbritannien chauffiert. Ja, schon die Fahrt dahin ist ziemlich seltsam. Der Taxifahrer erzählt ihm irgendwelche Geschichten und das ist ihm überhaupt gar nicht. Er will einfach nur seine Freundin anrufen, um ihr Bescheid zu geben, dass er nicht kommen kann. Aber je weiter sie eben rausfahren, desto stürmischer wird es. Sie sind an der Küste irgendwo und dann tut sich auch schon das Hotel The Cliffs vor ihm auf. Und das ist ein ziemlich altmodisches Hotel, fast eine Baracke. Und natürlich, wie es dort so ist, es hat natürlich kein Handynetz und kein WLAN und gar nichts. Er ist also völlig abgeschnitten von der Welt. Ariel Panic ist ein bisschen in Panik, haha. Und versucht ja eben nun auch irgendwie seine Beziehung zu retten und da zu diesem wichtigen Kongress zu kommen. Und ihm bleibt aber allerdings nichts anderes übrig, und er versucht dann irgendwie irgendwo ein Handynetz zu ergattern. Und so lernt er die anderen Gäste des Hotels kennen, und da wohnt nämlich eine Familie, die Borders. Von den Hotelangestellten werden die Borders aber nur The Borgias genannt, angelehnt an die spanische Adelsfamilie Borgia. Und so verhalten sie sich auch ein bisschen wie so eine Adelsfamilie. Sie besetzen quasi das Hotel, als wäre es ihr eigenes, und fühlen sich dort auch wie zu Hause und schalten eben die Angestellten rum, wie ihnen das beliebt. Und die Borders sind eine Familie, die eigentlich ziemlich, ziemlich bunt gemischt ist. Da gibt es verschiedene Charaktere, da gibt es Töchter, da gibt es irgendwelche komischen Mütter oder Stammeshalter, wie auch immer. Und dann gibt es da auch ein ganz, ganz komisches Mädchen, das ganz, ganz dünn ist, und sie ist angeblich adoptiert, und sie hat aber schon so riesige Schlitter an den Pulsadern, und sie verhält sich auch ziemlich wenig, man sieht sie kaum. Sie ist auch die Einzige mit einem Handy und mit einem Handy mit Empfang, und natürlich möchte Ariel irgendwie an dieses Handy rankommen, damit er eben seiner Freundin simsen kann. Ja, und so lässt er sich eben auf die Gespräche mit den Borgias ein. Verbringen einen sehr, sehr schönen Abend, und am nächsten Morgen passiert aber etwas, was Ariel nicht mehr von dem Hotel weglässt, oder er kann einfach nicht mehr gehen, also gerne er es auch möchte, und so ist er eben gezwungen, mit den Borgias zu frühstücken. Ein ziemlich großartiges Buch. Allein dieses Buch, hat so eine Atmosphäre, eine ganz, ganz düstere, so typisch britische Atmosphäre. Ich mag sehr, sehr gern, wenn das in Großbritannien spielt. Ich mag den britischen Humor, ich mag die britischen Gepflogenheiten. Und auch wenn halt in Großbritannien, wenn die einen immer so ein bisschen Etepetete sind und ein bisschen auf die Nase eben in die Luft in der Luft haben, und wenn das alles so ein bisschen ans viktorianische Zeitalter erinnert, ist es einfach für mich einfach so eine Kombination. Ist einfach ganz, ganz toll. Und hier erinnert zwar nichts an das viktorianische Zeitalter, aber so dieser Umgang miteinander und wie sie miteinander reden und wie die Leute sich geben, ist eigentlich sehr, sehr britisch. Und auch das Wetter ist sehr, sehr britisch, sehr, sehr stürmisch. Und sie sind natürlich genau am Meer. Und das ist einfach schon, wenn
Ariel quasi zu diesem Hotel fährt, ist es einfach, man ist schon mittendrin. Die Szenerie hat eingefangen, das Hotel hat eingefangen, weil man streift eben mit Ariel durch diese Räumlichkeiten. Man kann sich das genauso vorstellen. Es ist alles so ein bisschen muschelig, bisschen mauschig, da brennt ein Feuer im Kamin und es ist ein bisschen kühl auf den Räumen und er ist da oben und es ist alles ziemlich alt und die Treppendielen knarzen und jeder Schritt, der knarzt und da sind ganz viele verschlossene Räume und Ecken, in die Ariel nicht rein kann und eigentlich die Angestellten sind ziemlich reserviert ihm gegenüber und währenddessen aber die Borders ziemlich offenherzig zu ihm sind und ihn quasi sehr, sehr schnell aufnehmen, aber er merkt, da ist auch irgendwas komisch. Und dann diese Familie untereinander, keiner kann sich wirklich riechen, jeder lästert irgendwie doch über den anderen. Sie sind irgendwie seltsam und irgendwas ist dort, was Ariel erstört. Dann durch die Gespräche und den Alkohol, dann verfliegt es ein bisschen. Aber am nächsten Morgen ist dieses Gefühl wieder da, irgendwas stimmt dort nicht. Und dann auch dieses seltsame Skelett, fast skelettartige Mädchen mit seinen Wunden an den Armen und ihrer komischen Art und Weise und wie sie dann eben sich auch ausspielt. Und dann so schnell verschwunden ist und dann wieder eine Szene macht und es ist alles so mysteriös und eigentlich will Ariel nichts anderes als seiner Freundin Bescheid geben, beziehungsweise halt auch seine Freundin macht sich natürlich Sorgen. Es werden immer so ganz, ganz kurze Einblicke aus der Sicht seiner Freundin eben gegeben, wie sie sich tatsächlich dann auch Sorgen macht und es ziemlich seltsam findet, wie Ariel sich verhält, versucht es aber irgendwie dann auch zu verarbeiten. Bis natürlich dann am Ende das große Finale kommt. Aber die BCP schafft hier eine Atmosphäre und damit arbeitet er. Und das ist tatsächlich ziemlich originell und ziemlich schön, weil man eben gleich so drin ist. Man hat dieses Hotel, in dem sich eben alles abspielt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch diese Familie, diese Charaktere, man erst irgendwie so eine Familiengeschichte hat. In der Mitte hat man irgendwie einen Krimi. Tatsächlich, es mutet halt sehr, sehr kriminallastig an. Da ist ein Fall, sag ich jetzt mal, da gibt es einen Verdächtigen und dann gibt es ein Opfer und so weiter. Und am Ende ist es eigentlich schon was irgendwie Mystery und es ist halt irgendwie ziemlich krass und allein diese Atmosphäre. Und man saß dann einfach so auf der Couch und ich las und las und las und las und las und die BCP jagt einen durch dieses Buch. Man hat eine Szene nach, es gibt keine Ruhe, es gibt gar nichts und obwohl da in dem Buch ja auch nur eigentlich das Buch besteht hauptsächlich eigentlich aus Gesprächen und aus Ariels Verzweiflung und auch diese Kombination aus, er sucht nach Internet und man kann eigentlich heutzutage ja fast gar nicht mehr ohne sein Handy und die Kommunikation nach außen und dann kommt er an einen Ort, wo es all das nicht gibt. Die Leute da drin wollen zwar auch irgendwie mit irgendwas kommunizieren, haben sich aber schon fast damit abgefunden, dass man eben nicht mehr irgendwie mit dem Handy oder mit dem Internet kommunizieren kann und dann ist er plötzlich komplett abgeschnitten von der Außenwelt und damit spielt er auch so ein bisschen. Und er jagt ein neues Buch. Ich konnte das Buch tatsächlich nicht mehr weglegen und hat es ich glaube, einem oder anderthalb Tagen durchgelesen und es war sehr, sehr großartig. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, ich konnte es ein bisschen transportieren und ihr versteht ein bisschen, was ich damit meine. Ich habe dem Buch insgesamt 5 von 5 Sternen gegeben. Es hatte, in der Mitte war ich irgendwo nicht mehr ganz bei 5 Sternen, aber dann hat es mich doch ganz, ganz schnell wieder gecatcht und ich muss es hat dieses Buch hat es einfach verdient und es ist einfach so und fertig, aus dem Haus. Wie gesagt, an dieser Stelle tatsächlich, wer auch so düstere Geschichten mag, so ein bisschen so britisch angehaucht, mit britischer Szenerie und Geflogenheiten, für den ist dieses Buch garantiert etwas. Ja, das war schon meine Rezension. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, auch ob ihr das Buch auch schon gelesen habt oder ob ihr noch mehr von DBC Pierre gelesen habt, was ihr mir vielleicht empfehlen könnt. Ich habe schon gesehen, einige Bücher waren die Menschen nicht ganz so begeistert und dann wieder andere doch wieder. Und vielleicht habt ihr auch was zufällig von ihm gelesen und könnt mir irgendwas empfehlen, dann immer gerne in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye.